Alles klar. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einer neuen Runde Flash. Ja, der Anfang war ja total geil, ne? Ja gut. Sowas passiert, wenn man Langeweile hat. Naja. Auf jeden Fall wollte ich heute einfach mal eine Runde Flash spielen. Habe jetzt nicht so ein besonderes Thema am Start. Wollte einfach mal wieder ein Video raushauen, was mit Minecraft zu tun hat, weil ich ja in der letzten Zeit für Online Chaos gebracht habe. Das letzte Video war zwar ein Minecraft-Video, aber davor kam halt für Online Chaos. Und ja, ich will jetzt auch natürlich viel Minecraft machen. Online Chaos kommt dann vielleicht noch dieses Wochenende ein Part und sonst erstmal wieder später. Und ja, ich versuche mich zu bemühen, aber ich kann euch nichts versprechen. Und ja, dann, ja, heute spiele ich auch meine erste Runde Minecraft wieder. Ich habe immer so das Talent dafür, ich bekomme Bock aufs Aufnehmen, dann bekomme ich Bock auf Minecraft. Dann will ich natürlich erst aufnehmen, weil ich gerade Bock aufs Aufnehmen habe und danach zurück dann meistens privat erst weiter. Das heißt, bevor ich mich einspiele, nehme ich erst auf. Ich weiß, die Logik wäre eigentlich, dass ich es andersrum machen müsste, damit ich schon ein bisschen eingespielt bin, aber so schlau bin ich nicht. Ja, dieses Wochenende habe ich leider Gottes viel zu tun. Das heißt, ich muss zum einen viel lernen, weil wir nächste Woche zwei Arbeiten schreiben. Da muss ich erstmal viel, viel lernen, weil die Themen sind halt schon recht viele. Aber da lerne ich auch noch in der Woche für. Das heißt, Französisch schreiben wir Dienstag. Da lerne ich dann eigentlich am Wochenende für. Und Mathe schreiben wir Donnerstag. Da lerne ich dann ein bisschen in der Woche für. Aber Leute, die Hausaufgaben. Fragt mich nicht, warum das in allen Fächern plötzlich von jetzt auf gleich so viel geworden ist. Aber es ist schon recht viel. Ich werde nicht alles machen, Leute. Ich bin nicht so ein Typ, der immer alle Hausaufgaben hat. Ja, meistens mache ich die noch auf den letzten Drücker, aber diesmal ist es echt so viel, dass ich das höchstwahrscheinlich alles nicht machen werde. Ja, weil sonst hätte ich überhaupt keine Freizeit. Manche Leute sagen jetzt, ja, man hat im Leben halt nicht immer Freizeit, aber Leute, für mich geht's echt nicht klar, wenn ich kein Wochenende habe, ist meine komplette nächste Woche im Arsch. Und ja, so ist es halt. Deswegen werde ich versuchen, am Samstag ein bisschen was zu tun. Also ich nehme das jetzt am Freitag Nachmittag auf. Deswegen werde ich versuchen, am Samstag ein wenig zu tun. Und ja, versuche dann natürlich auch noch viel aufzunehmen, dass ich dann noch hochladen kann, weil in der Woche habe ich jetzt auch nicht so extrem viel Zeit. Vor allem, wenn meine Mutter immer da ist, dann könnte es auch sein, dass sie zwischendurch mal reinkommt. Und dann werde ich halt immer gestört. Ja. Aber sie versucht sich schon, selbst wenn ich irgendwie mit jemandem rede oder aufnehme, dann halt wenig reinzukommen, aber trotzdem kann es ja sein, dass sie manchmal reinkommt und das nervt uns schon ein bisschen beim Aufnehmen, aber ist ja alles nicht so wild. Und ja, wir sind jetzt schon beim zweiten Checkpoint und gucken mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Gewinnen werden wir sicher nicht, weil da schon wieder so ein paar... Oh, scheiße, weil da schon wieder so ein paar Pros dabei sind. Aber wir können ja mal versuchen, möglichst weit noch zu kommen. Dann ist es schon mal für meine Verhältnisse ganz gut. Weil, Leute, ich will jetzt ja auch nicht gewinnen, weil... Ich bin jetzt nicht der Beste. Ich bin auch nicht gewöhnt, irgendwie in Primus besonders gut zu sein. Dafür spiele ich Minecraft noch nicht lang genug. Okay, ich spiele es jetzt seit 8 Monaten, aber um wirklich in einem Spielmodus der Beste zu sein, bin ich, oder ein ziemlich guter zu sein, bin ich irgendwie noch nicht gut genug. Mein Optifine Cape ist irgendwie weg. Ärgert mich ein bisschen, aber naja. Geht zwischendurch einfach mal weg, aber okay. Optifine habe ich ja drin. Ja. Aber so wollte ich gar nicht so viel über so ein Thema reden. Ich habe jetzt, mir ist das Thema Schule nur eingefallen, weil. Ja, weil Baum halt. Ja. Und wir sind auch schon beim Checkpoint 4. Also es könnte sogar sein, dass das wird. Aber jetzt kommt dieser schwierige Part, Leute. An den erinnere ich mich noch. Den habe ich nie geschafft. Ich glaube, einmal in meinem Leben habe ich den geschafft von 20 Versuchen, glaube ich. Also von 20 Runden habe ich, glaube ich, eine Mal geschafft. Weil der ist so extrem schwer. Okay, da bin ich wieder. Und ja, dann... geht es weiter. Es könnte sein, dass ich gleich nochmal gestört werde. Ja, typisch angesprochen. Kaum ist es passiert, passiert es wieder. Diese Logik, kaum ist es passiert, passiert es wieder. Aber naja, wir versuchen jetzt hier mal rüberzukommen. Und... okay, zack. Okay,
Das haben wir schon geschafft. Und jetzt kommt das Schwierige. Wir kriegen so einen Jump Boost und müssen hier so Doodle-Jump-mäßig. Sag mal, aufkommt soll ich hierher? Ja, noch geschafft. Okay. Dann hier. Ja, alles noch easy. Ja, das ging auch noch. Okay. Ja, okay. Ja. Hier. Ja. Dann. Oh, wir müssen noch da ganz oben. Oh, scheiße. Aber zum Glück haben wir sich hier retten. Sonst wäre das Ganze schwierig. Ja, gut. Achso, okay. Ich dachte, wir kommen hier nicht raus. Okay. Ah, Mist. Ich komme einfach nicht hoch. Ah, so geht's einfach. So. Das hätte ich auch schon die ganze Zeit machen können, aber naja. Okay, jetzt ist aber auch Schluss. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt sollte ich nicht mehr stören. Okay. Nein. Nein! Scheiße. Ja, und sowas meine ich halt. Dieser Teil ist so schwierig. Da kommt man schon mal so weit und verkackt einfach wieder. Naja. Irgendwie will ich was Lustiges in die Folgen einbringen, aber mir fällt nichts ein. So richtig mies. Naja. Ich versuche das auf jeden Fall mit meinem Headset mal zu fixen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt, weil normalerweise mein Pegel ist eigentlich schon recht hoch. Wenn ich jetzt mal so bei OBS reingucke, sieht man ja auch immer zum Glück, ob er jetzt aufnimmt oder nicht. Das finde ich immer ganz gut bei OBS. Dass man auch wirklich sieht, ob es jetzt Standbild ist oder nicht. Finde ich ganz gut gemacht. Deswegen benutze ich OBS jetzt auch meistens so. Habe ich jetzt mal so langsam meine Einstellung auch kennengelernt. Das heißt, jetzt kann ich auch OBS vernünftig benutzen. Früher war mir die Qualität kacke, aber jetzt habe ich meine Einstellung gefunden. Und jetzt sehe ich auch immer, wann, ob der was aufnimmt, ob der jetzt Sound aufnimmt, ob der jetzt Ton aufnimmt, ob der jetzt Bild aufnimmt. Das sehe ich jetzt alles und das finde ich ziemlich gut. So können Fail-Aufnahmen so gut wie gar nicht passieren. Weil man sieht immer, ob man jetzt wirklich alles aufnimmt. Und deswegen gucke ich auch so jede zweite Minute oder jede Minute mal für eine Sekunde rüber. Also jetzt sehe ich nicht lange, sondern für eine Sekunde und dann bin ich runter für eine Sekunde rüber und wenn ich sehe, es läuft alles, ja, mache ich natürlich weiter. Also ihr werdet davon gar nichts merken. Weil ich konzentriere mich ja trotzdem auf das Spiel. Und ja, weil ich habe so einen zweiten Bildschirm und da kann man das recht gut erkennen. Das ist auch das Praktische an dem zweiten Bildschirm. Weil ich habe halt einen neuen bekommen und der alte stand halt so rum, deswegen habe ich einfach den so als Zweitbildschirm genommen. Ich hätte ihn jetzt auch abgeben können, verkaufen können oder was auch immer, aber so viel bringt er nicht mehr. Und deswegen habe ich halt einfach gesagt, den behalte ich als Zweitbildschirm. Nicht ganz praktisch für Aufnahmen. Ja, sonst brauche ich ihn aber auch eigentlich gar nicht, vielleicht für die Schulen nochmal, wenn ich auf der anderen Seite was googeln und auf der anderen Seite Word schreiben will, vielleicht dafür dann. Aber sonst brauche ich ihn auch eigentlich gar nicht, sondern eher für diese Sachen habe ich ihn halt nochmal behalten. Also für YouTube halt. Weil nochmal neu zu kaufen wäre es mir dann auch nicht wert gewesen. Da hätte ich dann lieber gesagt, okay, dann habe ich nur einen Bildschirm. Aber momentan ist es bei mir echt so, wenn ich ohne einen zweiten Bildschirm arbeite, fehlt mir der irgendwie. Ich weiß, das ist so erweitert bei mir. Das ist irgendwie mega cool. Also, ein zweiter Bildschirm ist schon nice, aber nicht unbedingt nötig, wenn man jetzt kein YouTube macht oder den PC nicht für die Schule benutzt. Dann finde ich, ist es nicht so nötig. Aber wir können da eigentlich gleich schon reinspringen. Leute, ich habe, glaube ich, den Trick gefunden. Aber ich glaube, das schafft gleich einer, habe ich das Gefühl. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Mal gucken. Oh, ich hasse das. Das ist echt schwierig, dieser Teil. Okay. Meine Hand eskaliert schon wieder. Bei solchen Jump'n'Runs, oder generell bei Jump'n'Runs, meine Hand eskaliert einfach so extrem. Manche denken, oh mein Gott, was bist du für ein guter Spieler, wenn die einfach meine Hand an der Tastatur sehen, aber dabei ist es einfach echt so Gewöhnungssache. Man gewöhnt sich mega schnell daran zu spielen und dann eskaliert seine Hand, richtig, oh, jetzt bin ich mega nur runtergefallen. Die Hand eskaliert dann einfach richtig. Man gewöhnt sich einfach so schnell an irgendeine Tastatur zu spielen. Und alle, die Außenstehende, die gar nicht am PC zocken, denken, was bist du denn gerade für ein Spieler, wie eskalierst du denn da? Aber man gewöhnt sich echt schnell an solche Sachen.
Oh, bin ich dumm, jetzt habe ich mich einfach so zurückgesetzt. Ich werde ihn jetzt einfach hier rein in meine Hand legen. Okay. Ui. Oh, bin ich dumm. Wieso springt der Typ denn? Auch auf jeden Fall meine World. Das ist natürlich, ich meine, die ist gut, aber. Wie soll man sagen, die ist zwar gut, aber. Ich möchte trotzdem halt gerne mal eine neue haben, weil irgendwie. Ist das halt so eine normale Tastatur? Ich möchte jetzt so eine spezielle Tastatur. Das ist zwar eine Gamer-Tastatur, aber. Ja, ihr könnt ja einfach mal suchen, Linecraft LK10. Ist halt einfach so eine Standard-Tastatur. Sie hat zwar schon ein paar Gaming-Features, keine Frage. Sonst hat einer gefinished. Aber sie ist halt mehr so, wie soll man das ausdrücken, halt einfach so, ich sag mal, Standard. Wie gesagt, es hat zwar Features, aber es ist halt mehr so Standard vom Aussehen und so. Und irgendwann kaufe ich mir dann auf jeden Fall mal so eine gute Rocket-Tastatur oder so. Die halt dann auch noch extrem nice aussieht. Weil das Aussehen ist jetzt nicht das Hauptding einer Tastatur, aber trotzdem. Finde ich jetzt schon ganz gut. Oder eine neue Maus, weil dann kann ich auch mal irgendwie, keine Ahnung. Kann ich mir zum Beispiel mal sneaken auf eine Maustaste legen, weil dann kann ich dieses Fast Bridging kann ich dann einfach üben, weil man kann halt mega schnell dann sneaken und entsneaken, wenn man das auf einer Maustaste hat. Ist auch alles praktisch für Minecraft, so eine neue Maus. Ja, da muss ich mal gucken. Weil momentan habe ich mehr so Standard Gaming Equip, also ich habe zum Beispiel so eine Razer Maus, so mehr so Standard mit zwei Maustasten. Zwar hat die eine gute DPI-Anzahl und halt der Typ jetzt gewonnen, aber sie ist halt vom Komfort und von der Maustaste halt so, sag mal, Standard. Aber sie ist gut von der Qualität, hat auch eine hohe DPI-Anzahl, also ich bin damit ganz zufrieden. Bloß der Knackpunkt ist halt, dass sie halt keine mehreren Maustasten hat und so kann ich halt auch bei Minecraft nichts auf die Maustaste legen. Weil schlagen und so ist natürlich, muss natürlich auf die Maustaste bleiben. Aber trotzdem kann ich. Bin ich damit ganz zufrieden und ja, deswegen werde ich mal gucken, was ich mir so zulegen werde die nächsten Tage. Das wollte ich einfach nur mal ansprechen. Also nochmal ansprechen, weil ich kein anderes Thema gefunden habe und ich rede schon wieder drumherum. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Okay, ciao.